Hallo, ich habe heute eine Naturkosmetik-Haul für euch. Einige Sachen davon habe ich schon etwas länger, einige habe ich neu und dementsprechend habe ich ein paar schon getestet. Dazu kann ich euch dann auch eine kleine Mini-Review geben und die anderen Sachen werde ich dann einfach noch austesten. Ja, ich fange mal an mit einem Gesichtswasser, was ich mir gekauft habe. Und zwar von Veleda, das belebende Gesichtswasser. Das erfrischt und verfeinert das Hautbild. So sieht das Ganze aus. Ihr seht, ich habe es ungefähr bis hierhin schon verwendet. Genau, das ist für alle Hauttypen. Und das benutze ich eben nach der kompletten Reinigung, bevor ich dann meine Nachtpflege auftrage. Der Geruch ist sehr, sehr angenehm. Sehr frisch und auch dezent. Und ja, da muss ich sagen, dass mir das wirklich sehr, sehr gut gefällt. Es gibt der Haut Feuchtigkeit zurück. Und ja, ich habe sehr empfindliche Haut, vertrage das auch sehr gut. Und ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Nimmt nochmal so den letzten Schmutz mit runter. Und das würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Das nächste, was ich mir geholt habe, ist auch von Veleda. Ich mache mal Veleda zu Ende. Das Grenade Jardin de Vie, ein Parfüm, das ist die Granatapfelserie und davon gibt es ja drei Stück, ich glaube Rose, Sanddorn und eben Granatapfel. Ich habe Granatapfel genommen und das habe ich auch schon echt gut benutzt, ist schon, naja, fast halb leer, es sind 50 ml drin. Und ja, es ist halt ein, was ist es denn? Eau Naturelle Parfumée. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, ob das jetzt weniger stark als Eau de Toilette oder irgendwas ist. Es ist halt Naturkosmetik. Es riecht nicht so lange, muss man einfach sagen. Es ist auch mehr wie so ein Bodyspray, wie ich finde, von der Langlebigkeit. Ich mag es trotzdem sehr gerne, weil ich diese aufdringlichen Parfums nicht so gerne mag. Wenn man die dann noch 12 Stunden später total doll riecht. Deswegen mag ich das total gerne. Das würde ich mir auch nachkaufen, vielleicht auch nochmal in einer anderen Duftrichtung, Sanddorn zum Beispiel. Und ja, also wenn ihr einen ganz leichten Duft sucht, der nicht aufdringlich ist, den ihr jeden Tag benutzen könnt, dann kann ich euch das empfehlen. Dann habe ich mir von Lavera die ganz neue Re-Energizing Sleeping Cream gekauft. Das ist eine Creme über Nacht und die soll fünf tolle Sachen für die Haut machen. Zellerneuerung, intensive Feuchtigkeit, das Hautbild revitalisieren, glätten und Müdigkeit bekämpfen. So sieht der Tiegel aus, relativ unspektakulär und so, ja, die Creme ist halt komplett weiß. Der Duft ist ganz angenehm, relativ dezent. Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ich die Creme für mich nicht so viel macht. Ich merke da jetzt keinen Unterschied, ob ich die oder irgendeine andere Creme verwende. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich habe ein bisschen mehr von dieser Creme erhofft. Ich hoffe, ich schaffe es irgendwann mal aufzubrauchen, weil sie einfach nicht mein absoluter Favorit ist. Sowohl vom Duft überzeugt sie mich nicht 100% als auch von der Pflegewirkung. Ja, eher nicht so mein Fall. Kann sein, dass es für andere natürlich super gut funktioniert. Bei mir war es jetzt leider nicht so. Dann habe ich noch zwei andere Produkte mir von Lavera gekauft. Und zwar einmal die Illuminating Eye Cream mit Perlenextrakt und Bio-Koffein für eine strahlende Augenpartie. Das ist dieses gute Stückchen hier, da sind 15 ml drin. Hiervon bin ich auf jeden Fall begeistert. Die hat so einen ganz leichten Pearl-Effekt, wenn man sich die aufträgt. Ich zeige euch das mal eben hier, wenn man das sieht. Und gibt dann eben so einen leichten Schimmer ab, die könnt ihr euch dann eben auf die Augenpartie auftragen und darüber dann den Concealer geben. Jamina benutzt sie ja, glaube ich, auch als Highlighter. Das kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen, dass ihr sie einfach zweckentfremdet und als Highlighter verwendet.
Ich finde sie aber auch als Augencreme wirklich sehr gut. Sowohl von der Pflegewirkung als auch so von dem Glow-Effekt. Der Geruch ist sehr angenehm und sie ist auch auf jeden Fall ergiebig. Dann habe ich mir noch ein neues Produkt von Lavera gekauft. Die 3-in-1 Reinigung, Peeling und Maske mit Bio-Minze, Kieselerde und Salicylsäure. Ich habe eigentlich trockene Haut, passt eigentlich gar nicht so, aber in der Schwangerschaft ist meine Haut ziemlich schlecht geworden, beziehungsweise ich habe viele Pickel bekommen. Und da habe ich gedacht, werde ich das einfach mal ausprobieren. Man kann es eben als Waschgel verwenden, als Peeling oder als Maske. Als Maske habe ich auch schon ausprobiert. Ja, ist ganz gut. Es macht auf jeden Fall die überschüssigen Hautschuppen weg. Aber es trocknet eben auch sehr stark aus. Das ist jetzt wahnsinnig gegen meine Pickel geholfen hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist aber ein ganz gutes Produkt, um einfach das Ganze ein bisschen zu unterstützen. Und ich verwende es ja, mehrmals wöchentlich, nicht jeden Tag, weil mir das dann ein bisschen zu stark ist. Und ja, ich verwende es meistens als Waschgel oder als Peeling. Dann habe ich noch zwei Produkte von Alterra, das heißt von der Naturkosmetikmarke von Rossmann. Die beiden Sachen habe ich jetzt noch nicht getestet. Das ist einmal der Reinigungsschaum, Hamamelis und Lotusblüte für unreine erwachsene Haut. Wenn mein derzeitiger leer ist, dann werde ich den auf jeden Fall verwenden. Habe ich auch gedacht, jetzt so für die Schwangerschaft ist es vielleicht ganz gut. Der riecht auf jeden Fall angenehm, zumindest was man bisher hier durchriechen kann. Und ja, da bin ich mal gespannt. Und dann habe ich mir noch ein Deo gekauft. Bio-Zitronenmelisse und Bio-Salbei. Das hat sehr, sehr gut gerochen, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich es eigentlich auch mitgenommen. Wie die Wirkung ist, kann ich noch nicht sagen. Ohne Aluminiumsalze natürlich. Verwende ich ja schon sehr lange. Und ja, das werde ich auf jeden Fall testen. Meins ist fast leer. Und dann wird das zum Einsatz kommen. Ja, das war's mit meinem Naturkosmetik-Haul. Schreibt mir mal gerne, ob ihr schon Erfahrungen mit dem einen oder anderen Produkt habt. Das würde mich interessieren. Oder ob ihr vielleicht noch andere Duftrichtungen von dem Parfum schon habt. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!